Hi und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du das allererste Mal hier in meinen Podcast reinhörst oder dieses Interview auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühl dich herzlich willkommen. Vielleicht siehst du das Interview auch gerade in meinem Functional Basics Guide. Nutz dazu sehr gern die Kommentarfunktion, falls du direkt Fragen hast. Heute in dieser Episode dreht es sich um das Thema, wie du mit der Osteopathie in Kombination mit Bewegung deine Gesundheit verbessern kannst. Ich spreche mit Sarah Brusso unter anderem über, was ist Osteopathie und über den Beckenboden und warum hat Osteopathie auch was mit den Organen und Emotionen zu tun. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Lebensfreude, Lebensqualität, Begeisterung am Leben, Performance und Happiness. Und mit meiner Berufung, mit meiner Tätigkeit, mit Functional Basics und den Interviews geben wir dir Impulse, Erfahrungen und Tools an die Hand, um deine Gesundheit, falls die beeinträchtigt sein sollte, einmal zu verbessern, zu erhalten und wenn möglich sogar noch zu optimieren. Wir schauen also über den Tellerrand deiner Gesundheit. Und in dieser Episode, wie du mit der Osteopathie in Kombination mit Bewegung deine Gesundheit verbessern kannst, mit Sarah Brusso, geht es um genau das Thema. Sarah ist unter anderem Physiotherapeutin, sie ist zertifizierte Personal Trainerin, vollstudierte Osteopathin und vereint in ihrem Konzept die Behandlungsmethoden aus der Osteopathie mit dem Personal Training. Ihr Ziel ist es, die Aufklärung von Hintergrundwissen und Umsetzung von individualisierten Techniken, einem bewussteren Körper und eine bewusstere Körperwahrnehmung zu erzeugen. Und wir besprechen hier in dieser Episode sehr deutlich über den Beckenboden, warum dieser so wichtig ist und wie du ihn trainieren kannst oder auch spüren kannst und was passiert, wenn der Beckenboden zum Beispiel zu schwach ist. Wenn du mehr über Sarah, ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau bitte direkt unter diesem Video in den Shownotes oder in der Videobox, weil dort verlinke ich dir noch mehr Material und Querverweise, wo du direkt mit Sarah Kontakt aufnehmen kannst. Du findest auch auf meiner Homepage www.functional-basics.de/Sarah-Brusso, Brusso mit UE, also www.functional-basics.de/Sarah-Brusso, mehr Artikel, Verweise und Möglichkeiten, dich über das Thema Osteopathie und Beckenboden zu informieren. Wenn du mehr über natürliche Gesundheit erfahren möchtest, deine Basis kreieren möchtest, deine PS auf die Straße bekommen möchtest, mehr Gesundheit, Vitalität, Happiness, Lebensfreude, Lebensqualität in deinem Leben kreieren möchtest, dann schau gern weiter in den Shownotes und in der Videobox, aber auch auf meiner Homepage www.function-basics.de. Dort findest du sehr viele praktisch angehauchte Artikel, die dir schon mal einen Überblick über verschiedenste Themen der Gesundheit dir geben, wie zum Beispiel die Kernelemente von Functional Basics. Die wären Ernährung und Verdauung, Bewegung und Immunsystem, Schlaf und Regeneration und dein Mindset und deine Stressresilienz. Weil das alles ist miteinander verwoben und spielt in deine Basis, in dein Fundament für Happiness, Glücklichsein, Gesundheit mit rein. Dort findest du auch meine Podcast-Folgen, mein YouTube-Kanal, mein Instagram-Kanal, den ich seit über 12 Jahren reichhaltig mit Informationen fülle. Unter functional.basics findest du meinen Instagram-Kanal. Auf meiner Homepage und in den Shownotes findest du auch den Zugang zu meinem Functional Basics Guide. Das ist die Plattform im deutschsprachigen Raum für entsprechend genau das Kreieren deiner Basis, die ich gerade angesprochen habe. Wie kreierst du Step by Step entsprechend deine Basis? Und da findest du ganz viele Hintergründe, Interviews, Vorträge. Du findest Tools aus dem Bereich systemischen Coaching, dem Selbstcoaching. Du findest dort Protokolle,
aus der Klinik-Psychoneuroimmunologie, aus der funktionellen Medizin, aus verschiedensten Fachbereichen, die ich jetzt seit 2007, 2008 fortlaufend besuche. Und dieser Functional Basics Guide wird auch immer aktualisiert. Du hast in diesem Rahmen auch die Möglichkeit, mich als Coach beziehungsweise auch alle Interviews wie dieses schon einmal vorweg dir anzuschauen und dich mit den Experten auszutauschen. Weil die Interviews wirst du dort vor der Veröffentlichung entsprechend schon einmal finden. Wenn dir der Podcast gefällt oder das Video, dann teile das sehr gerne. Weil mein Streben ist, Gesundheit ist für alle da. Schenk mir gern ein Like unter dem Video und bewerte meinen Podcast. Das heißt, bei iTunes hast du die Möglichkeit, eine Sternebewertung oder sogar eine wörtliche Bewertung abzugeben. Das würde mich sehr freuen, weil dieser Podcast natürlich für dich kostenfrei ist. Das ist die Wertschätzung, die du den Interviewgästen und auch mir entgegenbringen kannst. Ich wünsche dir in dem Sinne viel Spaß bei dem Interview mit Sarah Brüsso, wie du mit der Osteopathie in Kombination mit Bewegung deine Gesundheit verbessern kannst. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich, heute dir Sarah Brüsso vorstellen zu dürfen. Grüß dich, Sarah. Hallo, grüß dich. Wir haben uns ja tatsächlich in Berlin schon eine ganze Weile, als ich die systemische Coaching-Ausbildung hatte, getroffen, aber leider war es von der Qualität an nicht so gut, von der Audi-Qualität. Deshalb machen wir hier das hier noch einmal. Wir haben ja heute ein ganz spannendes Thema, und zwar, wie du mit der Osteopathie in Kombination mit Bewegung deine Gesundheit verbessern kannst. Ich habe dich im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt, dass du ja Physiotherapeutin bist, du bist zertifizierte Personal Trainerin und vollstudierte Osteopathin. Also eine ganze Bandbreite an Know-how und, ich sag mal, Bewegungswissen verbunden. Wie bist du denn dazu gekommen, zu dem ganzen Thema Osteopathie, Physiotherapie und Personal Training? Ja, also erstmal hallo Carsten. Ja, genau. Wir hatten das ja Ganze schon in Berlin einmal aufgenommen, aber manchmal ist es gut, auch wieder komplett von vorne zu beginnen, damit es noch besser wird. Ja, genau. Also ich hatte angefangen, meine Grundausbildung als Physiotherapeutin zu starten an der Charité Mitte in Berlin und habe während der Ausbildung gemerkt, dass es ein wundervoller Beruf ist und man wirklich vielen Menschen helfen kann, was eigentlich mein Ziel auch und meine Mission in dem Sinne ist. Habe aber zum Ende der Ausbildung, da wir wirklich sehr viel mit Krankheit konfrontiert worden sind, gemerkt, dass es halt für die Zukunft eventuell, also bis ins hohe Alter, vielleicht auch sinnvoll wäre, nochmal in einen Arbeitsbereich zu treten, wo man dann noch mit etwas gesünderen Kunden, Patienten zu tun hat. Und einfach auch, weil es mir sehr Spaß gemacht hat, gerade in der Prüfungsphase habe ich sehr viel Sport gemacht, mich sehr viel mit dem Thema Fitness beschäftigt und war dann so im Ganzen drin, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt erstmal noch nach der Ausbildung eine Personal Trainer Fachausbildung dazu. Und werde dann sozusagen auch nochmal in diesem Bereich arbeiten, was mir sehr gut getan hat. Also zum einen erstmal, ich war lange angestellt als Physiotherapeutin, habe dann nebenbei noch Personal Trainings gegeben. Es hat mich sehr befreit, Sport generell, Bewegung befreit eben auch alle anderen Menschen, nicht nur mich. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Darf ich das dazwischen fragen? Hast du denn selber irgendeinen Sport gemacht für dich? Also, dass du sagst, hey, du kommst aus irgendeinem Sport aus der Kindheit oder aus der Jugend? Nein, das leider nicht. Also irgendwie wurde ich dahin nicht gefördert, dass ich jetzt einen bestimmten Sport gemacht habe. Ich war immer sehr viel draußen in der Natur, sehr viel Rad gefahren, aber das ist nicht geblieben. Also ich bin jetzt kein Profi-Radfahrer geworden. Ich habe ein paar Jahre bin ich geschwommen, das hat auch super Spaß gemacht, war aber auch nicht so komplett das Richtige für mich. Mich hat es dann eher wirklich in die Fitnessschiene in der Natur mit dem eigenen Körpergewicht gezogen, also wirklich reines, funktionelles Training mit dem Körper, weil das halt eben für mich auch die beste Verbindung war mit der Physiotherapie. Da lernst du ausschließlich wirklich alles über den Bewegungsapparat, bist sehr medizinisch, weiß ganz genau, welche Bewegungen tun dem Menschen gut, tun dem Körper gut, welche Bewegungen sind für die Gelenke nicht so optimal. Und dementsprechend habe ich mich da angepasst und bin jetzt selber nicht der absolute Freund von Leistungssport generell, zum Beispiel. Ja, deswegen habe ich gesagt, okay, für mich reicht das total aus, für mich und mein körperliches System, wenn ich wirklich beim funktionellen Ganzkörpertraining bleibe, habe das dann in der Zeit der Prüfungsphase extrem betrieben und das hat mich vom Mindset erstmal wirklich grundlegend gut gepolt, dass ich mit einer guten Stimmung, mit einer Ausgeglichenheit sozusagen dann auch in die Prüfung gegangen bin. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, das ist mir geblieben und dann dachte ich, okay, also wenn ich das auch nochmal integrieren kann in meine Arbeitswelt, damit ich mit den Menschen dann halt eben auch nochmal auf dieser Ebene arbeiten kann und dann nochmal auf komplett medizinischer Ebene, also heißt in der Physiotherapie, war für mich optimal. Ja, dann kam irgendwann im Laufe der Jahre irgendwie für mich das Gefühl, es reicht mir nicht. Ja, ich habe mich dann so viel mit den Themen beschäftigt, also mit Fitnesstraining, so viel mit der Physiotherapie beschäftigt und bin irgendwann in der Physiotherapie nicht mehr weitergekommen. Ja, vielleicht kennst du das. Ja, du hast Beschwerden, du gehst zum Physiotherapeuten und der Arzt sagt, da finden wir jetzt zum Beispiel nichts. Also ich finde irgendwie nichts im MRT, Röntgen sieht gut aus. Strukturell sehen wir jetzt gerade wirklich keine Problematik. Wir verschreiben erstmal Physiotherapie, vielleicht kommen die weiter und können das Ganze App lösen. Ja, nun hatte ich selber Patienten, die zu mir kamen und ich dann an bestimmten Punkten selber nicht mehr weiterkam und dachte, das kann doch nicht sein. Das müssen wir doch irgendwie lösen können. Das kann doch nicht nur die Psyche sein. Das kann doch nicht nur eine Verspannung sein. Schauen wir mal. Ich habe mich dann so ein bisschen reingelesen, das ganze Thema, und bin dann tatsächlich irgendwann über einen Kollegen. Ein Kollege hat angefangen, Osteopathie zu studieren. Und der hat mir dann so vieles erklären können, dass ich gesagt habe, okay, also das ist es. Ich möchte nicht Medizin studieren, das wollte ich noch nie. Und habe gesagt, okay, das ist wirklich für mich genau mein Ding. Ich bin ein sehr feinfühliger Mensch, ein sehr sensibler Mensch. Ich nehme meine Umgebung sehr stark wahr, kann das alles ganz gut einschätzen. Es passt sehr gut zur Osteopathie. Kannst du das ganz kurz in den Zeitrahmen greifen? Wie lange hast du Physiotherapie gemacht? Wie lange hast du also dann parallel Personal Training gegeben? Und wann war die Entscheidung zur Osteopathie? Relativ schnell sogar bei mir. Also ich habe die Physiotherapie-Ausbildung dauert ja 3 Jahre. Da zum Ende habe ich ja schon entschieden, dass ich dabei nicht mein ganzes Leben lang bleiben möchte. Bin dann direkt danach, ich glaube ein Dreivierteljahr nach meiner Ausbildung, wo ich angestellt war, habe ich den Personal Trainer Schein gemacht und habe angefangen, nebenbei schon mal Freunde und so zu trainieren. Habe dann angefangen, mich auch selbstständig zu machen mit dem Personal Training. Und ja, das Ganze geht jetzt schon seit 2014 so. Und habe dann, ich glaube, im Laufe von 3 Jahren Anstellung gesagt, ich möchte Osteopathie studieren. Und dieses Studium ging nochmal 4 Jahre. Also ich habe das Vollzeitstudium, was eigentlich 5 Jahre ist, also die 1600 Stunden hinter mir, die wurden bloß neuartig, damit man das schneller hinter sich bringt, in 4 Jahre gedrückt. Also das heißt einfach mehr Tage hintereinander die Fortbildung gehabt. Habe das dann in 4 Jahren geschafft, zu machen und bin sehr stolz auf mich, das gemacht zu haben. Hat mir so gut getan und ist absolut mein Leben.
Das ist wirklich. Dann lass uns mal zur Osteopathie rüberschwenken. Wie würdest du denn einem kleinen Kind Osteopathie erklären? Einem kleinen Kind? Oh, das ist ja nochmal was ganz anderes, ja. Ja, also, wie erzähle ich das einem kleinen Kind? Oh, ich erzähle das ganz dumme Erwachsenen. Ja, beim kleinen Kind. Also, ich würde dem Kind sagen, dass man manchmal, wenn man Schmerzen hat oder merkt, dass mit dem Körper was nicht in Ordnung ist und der Arzt nicht weiß und nicht rausfindet, was die Ursache dafür ist, dass manchmal notwendig ist, vielleicht auch mal zu anderen Leuten zu gehen, die sich den Körper ganz genau angucken, die ein paar Tests machen mit dem Körper und die einfach nochmal schauen können, ob sie sehen, ob die Ursache vielleicht nur an den Muskeln, Gelenken, an den Knochen liegt, vielleicht aber auch die Ursache aus den Organen herauskommt. Ja? Wer drückt dann ein bisschen an mir rum, spürt das Ganze nach und schaut, ob irgendwelche Organe vielleicht nicht optimal funktionieren, das heißt vielleicht nicht in der richtigen Höhe liegen oder etwas zu dick sind aktuell oder du vielleicht ein bisschen viel Luft im Bauch hast und das Ganze aufgrund von, ja, Diagnostik würde ich jetzt vielleicht nicht verwenden, das Wort beim kleinen Kind, aber sehr viel schauen und sehr viel nachtesten, ob sie vielleicht rausfinden, woran das liegen kann, wenn der Arzt das vielleicht nicht an bildgebenden Verfahren oder an Bildern sehen kann. Das war jetzt die grobe Erklärung. Einem Kind das zu erklären, musste ich tatsächlich noch gar nicht. Wäre vielleicht mal eine Idee, falls jemand sagt, ja, was machst du eigentlich? Das so einfach runterzubrechen, das ist das heißt ja nicht, dass wir Erwachsene jetzt für doof erklären. Ja, aber dass man mal guckt, wie kann ich das so einfach erklären, dass es jeder versteht? Und genau, also es muss wirklich einfach erklärt sein. Es wird zwar in Deutschland immer mehr, also es kommt immer mehr zur Geltung der Beruf, der ist ja noch nicht hier anerkannt, leider. Also in anderen Ländern ist der Beruf ja schon anerkannt, Amerika, Belgien, Frankreich, das sind wirklich alles schon anerkannte Berufe, die haben eine lange Geschichte und sind dort ungefähr dem Arzt gleichgestellt. Hier ist das ja wahrscheinlich aufgrund unseres Systems eben noch nicht so weit, aber daran arbeiten die Verbände der Osteopathen dran, dass das so schnell wie möglich so weit kommt und wir dann eben auch anständig offiziell arbeiten können, ohne den Heilpraktikerschein dafür gemacht zu haben. Ja, im Idealfall bei der Osteopathie ist es halt so, also ich würde es einfach nochmal ganz grob nochmal ein bisschen anders in ein, zwei Sätzen erklären, damit man da nochmal eine Übersicht hat. Also ich möchte erstmal vorwegnehmen, dass wir uns niemals einem Arzt gleichsetzen wollen. Also wenn ich jetzt gesagt habe, der Arzt findet das nicht raus, möchte ich darauf verweisen, dass ich jetzt damit nicht sagen möchte, dass der Arzt keine Ahnung hat. Ja, es gibt viele sehr, sehr gut ausgebildete Ärzte, aber es ist tendenziell einfach der Ablauf, dass Ärzte zuerst mit bildgebenden Verfahren schauen, ob irgendwo Brüche entstanden sind, bestimmte Verletzungen eben im Bild zu sehen sind, wo man gleich drauf schließen kann, okay, dabei bleiben wir, wir werden das jetzt erstmal nach und nach schematisch behandeln. Wenn das aber so sein sollte, dass der Arzt das mal nicht sieht, so erkläre ich es eben auch gerne den Kunden, dann und nicht rausfinde, woran das liegen kann. Also es gibt jetzt keine schnell findbare mögliche Ursache. Dann ist es oftmals so, habe ich gemerkt in meiner Arbeit schon als Physiotherapeutin, dass die Patienten dann einfach weitergeschickt werden zur Physiotherapie. Dort gibt es dann eben Krankengymnastik, manuelle Therapie, Massagen. Und da wird sozusagen der Zustand des Schmerzes oder der Einschränkung, Bewegungseinschränkung behandelt. Aber manchmal kommen diese Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen wieder. Und dann kommt man in so einen Teufelskreislauf. Teufelskreis, genau, in einen Teufelskreis. Und da ist es so, dass die Osteopathie sich halt eben nicht nur mit den Körperstrukturen wie Knochen, Muskeln und Sehnen auseinandersetzt, sondern wir lernen auch, diagnostisch festzustellen, ob im Organsystem irgendwas nicht richtig funktioniert. Wir lernen viele diagnostische Methoden, um das Nervensystem zu beurteilen. Ja, ist der Mensch gerade total auf Sparflamme vielleicht oder total am Arbeiten vom System? Ist da irgendwas gerade nicht in Ordnung? Wie funktioniert der Kreislauf gerade? Wirkt sich irgendwas gerade negativ auch auf deine Organe aus? Und ja,
das ist dann meistens okay, dann verstehen Leute, ah, okay, alles klar, also ich habe da und da jetzt schon wirklich jahrelang Probleme, ich kriege es nicht weg, probieren wir das einfach mal aus. Also das finde ich auch an der Osteopathie so wahnsinnig spannend, diesen, ich nenne es mal diesen Gesamtblick für den Körper. Ich benutze das bewusst nicht ganzheitlich, weil in meinen Augen, aus meiner Perspektive ist ganzheitlich ein sehr inflationärer Begriff geworden. Aber wir können zumindest verschiedene Strukturen und Gemütszustände, Emotionen, Spannungszustände zumindest im Körper feststellen. Und du hast ja gerade gesagt, Organe, du hast gemeint, da ist vielleicht ein bisschen Luft im Bauch, vielleicht ein bisschen dicker. Osteo heißt doch eigentlich Knochen. Also Osteopathie, wenn man es jetzt mal übersetzt, würde ja irgendwas mit Knochen. Warum spielen jetzt die Organe eine Rolle? Ja, wie du schon gerade gesagt hast, Ganzheitlichkeit ist halt ein großer Begriff. Ich würde das damit jetzt einfach kombinieren. Also für uns als Osteopathen arbeiten wir ganzheitlich, was die körperlichen Strukturen betrifft. Das heißt, für uns gehört zur nachhaltigen Gesundheit auch ein gut funktionierendes Organsystem. Und wie wir vielleicht wissen oder vielleicht auch nicht wissen, manche sind die Organe ja in unserem Körper nicht einfach nur da und ungekoppelt mit unserem Nervensystem oder liegen da so rum, sondern wir sind oder unsere Organe sind zum einen mit Bindegewebe an unserem Knochen, an unserem skeletalen System aufgehangen, dran befestigt, miteinander durch Bindegewebe verbunden. Und natürlich, ganz wichtig, mit Nerven auch an das Gehirn geschaltet. Das heißt, wir haben eine ständige Rückkopplung von unserem Gehirn in unser Organsystem, in unsere Muskeln. Wir haben überall unsere Rezeptoren, das ist alles miteinander verbunden. Deswegen sagen wir, für uns ist dieses System ganzheitlich zu betrachten. Wenn wir uns anschauen, ob die Muskulatur nicht richtig funktioniert, ob da vielleicht Probleme sind, dann ist das für mich klar, okay, vielleicht ist es auch einfach nerval, also vom Nervensystem irgendwas nicht optimal. Vielleicht ist der Spannungszustand im Gehirn, also vielleicht sind wir einfach gerade total getriggert durch irgendwas und sind im totalen Stressmodus und das irritiert uns vielleicht auch muskulär, dass wir dann in einer bestimmten Spannung, Haltung uns in eine Haltung begeben, die eben nicht optimal für unsere nachhaltige Gesundheit ist, ja, und sich dann im Laufe der Wochen, Monate, Jahre dann eben suboptimal auswirken. Aber du hast recht mit der Ganzheitlichkeit, denn ich habe mittlerweile ja auch dadurch, dass ich Physiotherapie gemacht habe, mich mit Fitness beschäftigt habe, also in dem Sinne dann auch mit Ernährung, Gesundheit, was kann man nochmal alles so drumherum machen, um das zu verbessern, ist natürlich die Ganzheitlichkeit ein System aus allem. Mhm. Mindset, Bewegung, der Körper, die körperliche Gesundheit. Ernährung, habe ich schon, glaube ich, gesagt gerade, das spielt alles eine Rolle. Unser Alltag, unsere Gedanken, alles zusammen, das ist eher die Ganzheitlichkeit. Ja, mhm. Wie sind wir in unserem alltäglichen Leben? Was haben wir für Traumata, Blockaden in unserem Leben erlebt, die uns prägen und wiederhin auch eine Auswirkung auf unseren Körper und unsere körperliche Gesundheit haben? Genau, ja. Wie kann ich mir denn jetzt zum Beispiel, weil du integrierst ja Osteopathie mit Bewegung. Ja. Wie schaut dir zum Beispiel das aus, wenn ich zu dir komme? Ich habe vielleicht jetzt Rückenschmerzen. Nehmen wir mal 80% der Deutschen haben Rückenschmerzen, wenn nicht sogar mehr oder weniger. Ob das strukturell ist, ne, der Arzt oder ein Therapeut arbeitet da wo es weh tut, guckt da mal hin. Vielleicht so ein Röntgenbild, wird nicht gefunden. Woran liegt es denn? Wow, Rückenschmerz ist super und deine Frage dazu wird auch extrem gut. Darüber könnte ich bloß jetzt 5 Stunden sprechen. Ja, aber wir können ja versuchen mal das Thema Rückenschmerz, genau. Weil darüber habe ich mit Felix Kader auch schon gesprochen, aber nur mal aus Sicht der Osteopathie. Was passiert da, und wenn ich jetzt mit Rückenschmerzen zu dir komme, wie würde das ausschauen? Genau, also man stellte sich das ja immer so vor, man sucht sich einen Personal Trainer, um sich erstmal der körperlichen Fitness zu widmen und fitter zu werden, schlanker zu werden, abzunehmen oder was auch immer, mehr Ausdauer zu bekommen.
Jetzt kommt jemand zu mir und sagt, okay, ja, ich habe aber, also ich möchte die Sache, ich möchte es dir nur erwähnen, was erstmal schon mal schön ist, wenn es jemand erwähnt. Ich habe ja auch schon irgendwie chronische Rückenschmerzen und das ist natürlich immer so ein Leid. Ja, gehen wir jetzt davon aus, dass derjenige wirklich strukturell was hat oder nicht? Das ist in dem Sinne manchmal sogar egal. Erkläre ich gleich warum. Ja, wenn jetzt jemand zu mir kommt, also ich habe ja erstmal aufgrund meiner Ausbildungen schon mal einen bestimmten Blick für denjenigen. Also das heißt, wenn mir jemand zu mir kommt, dann ist es bei mir automatisch drin, ich scanne denjenigen ja schon. Ja. Du gehst ja wirklich von Kopf bis Fuß einmal durch und siehst erstmal schon, wie verhält er sich dir gegenüber. Es ist jemand, der vielleicht ja, sehr, sehr groß ist und da einfach schon aufgrund der Statik Probleme haben kann im Rücken. Es ist jemand, ja, also du schaust auf die Haltung, du schaust auf die Statik, du hast erstmal so ein grobes Bild vom Körper. Ne? Ist derjenige wirklich doll voluminös? Ist es wirklich jemand ganz, ganz schlank? Das hat vielleicht eine ganz andere Problematik. Das ist das Erste. Dann ist es für mich immer super wichtig, natürlich, ich mache immer ein Eingangsgespräch, das dauert auch etwas, aber für mich ist es wichtig, um das Ganze besser einzuschätzen und dann auch die Übung individuell an denjenigen anzupassen. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und er sagt, er hat Rückenschmerzen, dann gehe ich erstmal mit ihm durch, was er mir zeigen soll, wo. Ja, erstmal, dass derjenige mir zeigt, wo und wie er es mir zeigt, zeigt mir auch schon, okay, wie stark sind für ihn die Rückenschmerzen, rein auch von der Belastung her, von der psychischen Belastung. Ist das was er eben nur aufgrund von bestimmten, aus bestimmten Situationen herausbekommt oder ist es wirklich was Chronisches? Dann hat derjenige Grunderkrankungen. Ja? Also das heißt, die ganze Anamnese geht bei mir einmal durch. Wir gehen die komplette Anamnese durch. Wie geht's dir jetzt? Wie ging es dir vor Jahren? Hast du irgendwelche Unfälle gehabt? Also das heißt, das Ganze, was ich in der Osteopathie auch machen muss, mache ich da auch, damit ich einfach einen viel tieferen Blick für dieses System, dieses Kunden bekomme. Und daraufhin kann ich einschätzen, okay, welche Übungen gehen auf jeden Fall nicht. Wie muss ich was erklären, damit das besser versteht? Erklärung ist immer ganz viel wichtig. Ich quatsche immer so zu. Ich sage es natürlich im Vorhinein auch, aber das ist besser, weil für mich ist es wichtig und das meine ich auch mit dem Thema heute. Das Wissen um den eigenen Körper, wie das funktioniert und warum du was machst, ist unglaublich wichtig als grundlegende Substanz dafür, wie du zum Beispiel dann auch Fitnesstraining angehen solltest, ja, oder wie du Bewegung generell in dein Leben bringen solltest. Du weißt, warum du es machst, weil sonst verlierst du die Motivation. Viele gehen irgendwo zum Trainer, trainieren dann und haben dann vielleicht auch dabei schon Schmerzen oder danach dann irgendwelche Schmerzen, weil man vielleicht vorher diese Sachen gar nicht durchgehen konnte, was ja normal ist, wenn man jetzt zum ganz normal gut ausgebildeten Personal Trainer geht. Aber umso mehr du über deinen Körper weißt, desto mehr kannst du ihn auch einschätzen. Und dann weißt du, was für dich gut ist, was für dich schlecht ist und wie du das Ganze machen solltest. Und das ist für mich wichtig, das weiterzugeben. Ja? Dass die Leute wirklich mehr Wahrnehmung bekommen, mehr Aufmerksamkeit für ihre eigene Gesundheit bekommen. Und wenn du das bekommst, dann machst du nicht nur, ja, okay, also ich gehe jetzt nächste Woche mal ein bisschen Sport machen, sondern du weißt, okay, es ist deswegen und deswegen und deswegen für mich sehr wichtig, dass ich das tue. Und das mache ich dann auch und regelmäßig. Genau, also jetzt kommt jemand zu mir und sagt, er hat Rückenschmerzen. Das heißt, ich habe das Ganze abgecheckt, ich habe eine Anamnese gemacht, ich habe also die persönliche Anamnese gemacht. Ich weiß auch, wie ist gerade der aktuelle Zustand. Arbeitet derjenige extrem viel? Hat der viel Stress? Wie ist das Umfeld um hier herum? Wie lebt er? Wenn man das weiß, kann man viele Sachen schon ganz gut einschätzen. Dann weiß man, wie weit kann man denjenigen fordern, wie weit nicht. Und wir wissen ja, dass auch Stress viel Auswirkungen hat auf Schmerzen, Schmerzzustände, Schmerzgedächtnis im Körper. Das heißt, ich kenne das von mir selber auch, das versuche ich dann auch immer nahezubringen. Wenn ich wirklich viel Stress habe oder unter Zeitdruck bin oder das alles ein bisschen zu viel für mein System ist, dann merke ich das, indem ich Rückenschmerzen kriege. Mhm. Ich habe eine Grunderkrankung mit meinem Rücken, das ist Morbus Scheuermann. Also bei mir ist einfach die Wirbelsäule schon seitdem ich klein bin oder wahrscheinlich auch schon seitdem ich geboren bin, nicht richtig von den Wirbelkörpern ausgebildet. Das heißt, bei mir ist es alles in der Lendenwirbelsäule eher krumm, statt in der Lordose, das heißt in der im Hohlkreuz sozusagen für ganz einfach gesagt. Und wenn ich habe damit nie Probleme. Das heißt, auch Menschen, die es ist, oder sagen wir mal so, ist auch gut. Es gibt Studien, die belegen, dass
viele, wenn sie getestet werden und keine Probleme mit dem Rücken haben, schon Bandscheibenvorfälle haben. Ja. Manche merken es, weil es extrem ist, also weil es wirklich akut ist, aber manche haben schon Bandscheibenvorfall, Crohn schon seit Jahren und dann sagt der Arzt, oh, sie haben da was und dann wird es erst schlimm für einen. Ja. Ich weiß, dass ich das habe, aber bei mir kommt der Schmerz und die Probleme nur raus, weil sie natürlich mich von den Gelenken her ja von der Position schon einschränken, dass wenn ich unter Stress bin, mein System oder meine Muskulatur, meine Nerven getriggert werden, zumachen und dann erste Schmerzen entstehen. Ich merke das sonst nicht. Das heißt, wir sind so ganzheitlich zu betrachten, dass wenn wir in bestimmten Situationen sind, mit uns selber, emotional vielleicht oder auch einfach körperlich super angestrengt sind, man kann es auch einfach mal den Stress wegschieben und nur körperlich sehen, dann können vielleicht auch erst Symptome entstehen. Man muss nicht generell, wenn man eine Problematik hat oder eine Grunderkrankung hat, auch gleich Schmerzen haben. Und dahin geht ja die Arbeit mit der Gesundheit in vielen anderen Bereichen auch, dass man versucht, so an sich zu arbeiten, dass man auch mit Grunderkrankung oder Autoimmunerkrankung besser umgehen kann und nicht nur das Ganze mit Leid betrachtet. Also auch so ein bisschen diesen Erklärungsfilm, was hat das eine zum anderen geführt, also in der klinischen Psychoneurologie zeigt man auch Filme, verbindet das mit dem Deep Learning quasi zu erklären, pass auf, da ist das passiert, da ist das passiert und in der Summe bist du jetzt das, was du hier zur Praxis oder ins Studio oder zum Coach, zum Trainer, zum Therapeuten gebracht hast. Seltenst ist das, außer du bist vielleicht vom Auto angefahren worden, dann ist das genau dieser Aufprall gewesen, der deine Kniescheibe verschoben hat. Aber sehr häufig arbeiten wir daran, dass wir vielleicht XY irgendwann bekommen. Und gibt es aus deiner Arbeit vielleicht Auffälligkeiten, wo du sagst, also Rückenschmerzen ist ja dem einen oder also ich glaube, jeder im Leben hat definitiv schon mal das Gefühl von Rückenschmerzen gehabt. Mhm. Siehst du da Parallelen, wo du sagst, wenn das zutrifft, dann bekommen die Leute das und das oder haben vielleicht da ein Symptom? Gibt es da Erfahrung? Bei allem mittlerweile. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles weiß, ja. Also wir sagen in der Osteopathie auch, dass du eigentlich mit null Wissen an die Sache gehst, weil das alles wirklich so tief ist, wie du sagst. Ja, also das ist die Gesundheit des Menschen, also vieles ist ja auch noch gar nicht erforscht. Das ist alles so tiefgreifend, dass du ja eigentlich nur den Körper arbeiten lässt und du hilfst ihm sozusagen mit deinem Input das Ganze wieder in die richtige Bahn zu bringen. Ja, also wir als Osteopathen unterstützen den Körper bei der Selbstheilung. Ja, wir heilen nicht in dem Sinne, wenn das natürlich dann aufgrund einer Behandlung oder mehreren Behandlungen passiert, dass es dann alles wieder schön ist und man sich gut fühlt und Schmerzen weg sind, hoffentlich dann auch eben für ganz lange Zeit oder für immer, dann ist das der Idealfall und bedeutet aber für uns nur, dass derjenige sich bei uns gut fallen lassen konnte und wir ihn mit unseren Handgriffen in die richtige Richtung geleitet haben und das System das von alleine gemacht hat. Weil der Körper passt sich ja nach jeder Behandlung, nach jeder Physiotherapie, nach jeder normalen Massage, die wir irgendwo bekommen, ist das eine Behandlung. Da passiert was im Körper und danach ordnet sich das alles neu. Kriegst du eine heftige Massage, dann wird das alles gut durchblutet. Manchmal hilft es einfach nur, Organe und Gewebe gut zu durchbluten, damit sie dann auch einfach wieder besser funktionieren. Ganz kleiner Input reicht schon aus und hilft manchen enorm. Was du gesagt hast, so Sachen, die immer wiederkehren oder die öfters kommen, also zum einen natürlich auf jeden Fall Rückenschmerzen. Wie du es vielleicht auch schon mit dem anderen Podcast-Partner besprochen hast, wie hieß der nochmal? Felix Kade. Felix, genau. Werde ich mir auch nochmal anhören. Habe ich jetzt noch nicht gehört, sonst könnte ich da vielleicht noch mehr zu sagen. Ja, also bei den Rückenschmerzen erstmal ganz kurz darauf einzugehen, da ist es so, dass es sehr oft eben auch strukturell nachweisbar ist, dass da einfach zu viel Spannung auf dem stärksten Hüftbeuger liegt. Das heißt, der Musculus psoas, ein Teil des Musculus iliopsoas, der kommt von der Lendenwirbelsäule, zieht durch den Bauchraum nach vorne an den Hüftknochen ran.
fast an den Hüftkopf sozusagen und ist sozusagen für unsere Hüftgelenksbeugung zuständig. Das heißt, wir als ja, normale Menschen sitzen ja sehr viel, wir gehen sehr viel, wir hocken uns gerne mal hin und sind generell viel in der Hüftbeugung drin. Also wir sind ja sehr selten jetzt in einer gestreckten Hüftposition. Das heißt, wir haben dort einen permanenten Trigger auf unserem Hüftbeuger und das ist dieses Typische, wenn jemand zum Beispiel sich auf den Boden setzt und dann hochkommt und merkt, oh, jetzt zieht es aber am Rücken, das ist jetzt extrem heftig und das passiert mir ständig. Oder morgens, wenn ich aufstehe, ist erstmal so der Anlaufschmerz im Rücken und dann geht das langsam weg. Es ist, sagen wir mal so, sehr häufig, ich versuche mich mal gewählt auszudrücken, sehr häufig der Fall, dass man auf einen hypertonen, also das heißt einen überspannten Musculus psoas trifft und dadurch, dass der durch den Bauchraum zieht und auch faszial, also Bindegewebsverbindungen mit dem Darm hat, spielt das manchmal auch so ein bisschen, also schwappt das dann wieder, ja, ist dann wieder so ein bisschen osteopathisch auch, rüber zum Organsystem und wenn du da dann schon wieder, also das, jetzt komme ich zum nächsten Thema gleich rein, was auch typisch ist, dass der Darm recht fest ist bei vielen Menschen. Ja, also ich habe sehr oft festgestellt, dass der Darm, also der Dünndarm, Dickdarm, dass das alles eine verklebte Masse sein kann. Und das ist sehr oft so. Manche Menschen lassen sich deswegen tendenziell irgendwie ungern, sind sehr sensibel, lassen sich ungern am Bauch abtasten, sind dort sehr feinfühlig, weil das schon sehr unangenehm ist. Also ist auch generell, würde ich sagen, auch eine sehr intime Zone. Wann lässt man sich dann schon gerne am Bauch rumtätscheln? Das ist auch so eine Sache. Aber der Bauch, wir wissen es ja, ist ja auch ein Gehirn für sich, ja, das enterische Nervensystem. Da sind unendlich viele Nervenvernetzungen, Rückkopplung mit unserem Gehirn. Deswegen kommt ja dieses Bauchgefühl zustande, ja, dass wir darauf sehr viel hören, dass wir aufgrund unserer psychischen, emotionalen Beschaffenheit eben auch, ja, das hat Auswirkungen auf unseren Darmtrakt. Das kann jeder wahrscheinlich bestätigen und wissen mittlerweile auch sehr viele, dass das einen Zusammenhang miteinander hat. Und aufgrund von Überreizung, sage ich jetzt einfach mal generell als Hauptwort, kommt es sehr oft eben auch zu einer Verspannung im ganzen Bindegewebe, das heißt im ganzen Darmbereich, in diesen faszialen Strukturen. Und der Darm ist aufgehangen mit Bindegewebe an den Wirbelkörpern, auch etwas am Brustkorb hinten. Und das heißt, es hat alles sozusagen eine Verbindung miteinander, auch nerval, auch von den Nerven. Wenn ich jetzt Probleme mit dem Psoas habe und dort eine Verspannung drin ist und mein Körper die ganze Zeit, also ich sage jetzt mal, ich stehe jetzt mal auf, ja, wir die ganze Zeit in Beugung sind und der zieht sozusagen von hier hinten nach vorne ran und wir sind hier und der zieht sich zusammen und ist nicht lang, wie er sonst ist, wenn wir stehen. Und selbst wenn wir dann stehen, ist ja meistens dann auch nochmal Entspannung drin. Ja, wir stehen ja meistens nicht ganz gerade, aufrecht in einer schönen Haltung, sondern wirklich eher so. Dann haben wir da permanent den Trigger. Wenn das Ganze aufgrund von Jahren gleicher Belastung, normal, weil wir uns ja nun mal so bewegen oder viel eben auch im Sitzen machen, dann ist das so, dass das Ganze wie miteinander verbappt. Ne? Wir kennen das, wenn wir Spannung haben, dann merken wir, oh, das wird ganz fest alles. Das ist auch im Bauch so. Und dann verklebt das miteinander und hat alles sozusagen einfach eine erhöhtere Spannung. So, und der Dünndarm hängt ja sozusagen unten in unserem Bauch drin, ist hinten verbunden, aber wenn wir natürlich jetzt auch nicht die optimale Haltung haben, vielleicht sportlich nicht super, super fit sind, dann haben wir die gewisse Bauchspannung nicht mehr, um das Ganze so schön hier oben zu halten, was unseren Rücken hinten entlastet, sondern es zieht nach vorne runter, zieht hinten am Rücken und triggert da auch nochmal. Und die Rückenmuskulatur arbeitet permanent daran, um uns zu stabilisieren, Unsere geraden Rückenstrecke arbeiten, verspannen sich extrem und können natürlich dann auch zu Schmerzen, können dann auch Schmerzen sozusagen hervorbringen und aufgrund der Spannung. Deswegen mögen wir ja auch Rückenmassagen so gerne. Aber Hauptgrund ist ja natürlich immer zum einen diese Verklebungen, die müssen gelöst werden und zum anderen eben auch, was du ja aus deinem Bereich auch super gut kennst, ist, wir müssen stabilisiert genug sein. Ja, unser Rücken, also unsere Wirbel sind ja wirklich mit ganz vielen kleinen stabilisierenden Muskeln versehen. Und wenn das Ganze nicht
ich sage jetzt mal, von uns bewusst auch mal trainiert wird. Mhm. Also das ist optimalerweise der Fall. Ich meine, es gibt natürlich auch viele, die das nicht tun und trotzdem keine Schmerzen haben. Jeder Mensch ist anders, jeder funktioniert anders. Aber wenn wir da nicht richtig stabilisiert sind, sagen wir mal, hat es trotzdem Beeinträchtigungen auf unsere Haltung, auf die Gelenkstellung. Und dann kommen diese anderen Faktoren dazu. Sagen wir mal, ein Darm, der verklebt und fest ist und dann dadurch auch schon nicht mehr richtig funktioniert, weil das Ganze sozusagen nicht mehr richtig gut durchblutet ist. Es ist etwas fest, miteinander verbappt. Die Nahrungsreste können nicht richtig durch, bleiben vielleicht irgendwo mal stecken, weil das da ein bisschen fester ist. Dann kriegen wir Probleme. Das heißt, vielleicht zum einen symptomal kann kommen, dass wir wirklich harte Strukturen im Darm haben, die dann dort bleiben und dann dazu führen, dass das Ganze natürlich ein bisschen mehr gärt und dann ja, die Luft im Darm entsteht, was uns dann überbläht und Probleme bereitet. Manchmal schon einfach eine Dysfunktion des Darmes hinsichtlich der generellen Verarbeitung von Nährstoffen. Wenn das Ganze nicht richtig schön frei liegt und ganz normal arbeiten kann, gut durchblutet ist, frei von den strukturellen Verklebungen, sag ich mal, Blockaden ist immer auch so mit Vorsicht zu genießen, das Wort, dann hat das alles Auswirkungen auf uns. Manchmal sind es halt eben nur Verklebungen, die einfach immer passieren können. Das ist auch nur ein Körper. Gerade auch die Verspannungen. Also die Spannung, dein Gehirn, ja. Das hast du ja vorhin gesagt, dein Gehirn ist ja nicht böse. Wenn irgendwo der Körper sagt, er fühlt sich hier unsicher, dann baut er eventuell auch Tonus auf, Spannung auf, um dich aufrechtzuerhalten oder in der Position, in der du gerade dich befindest. Wenn die Muskulatur da gegebenenfalls zu lange anspannen würde, dann kann das sein, der ein oder andere empfindet das als Schmerz, der eine merkt vielleicht, okay, das ist ein bisschen Verspannung drauf, gehe ich mal zur Massage, aber das ist ja nicht die Ursache. Und am Becken, du hast ja im Psoas gemeint, da liegt der Darm drin, ja, so kann man sich immer fragen, wann war ich denn das letzte Mal groß auf Toilette? Letzte Woche, einmal in der Woche gehe ich. Das kann für den Körper natürlich auch etwas bedrückend wirken, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir haben ja zum Beispiel auch einen Beckenboden. Und welche Rolle spielt denn der Beckenboden dort unten? Ja, ist momentan tatsächlich ein großes Thema bei mir, weil ich wirklich jetzt gerade versuche, dass das Beckenbodenthema ist ein sehr wichtiges, großes Thema, was natürlich jeder kennt, wenn er jetzt an Frauen denkt. So lerne ich die Menschen kennen. Beckenboden, Frauen, Geburt, so. Beckenboden sagt schon das Wort, der Becken und der Boden. So, das heißt, das ist unsere Muskulatur, die im Becken drin sitzt, drin liegt. Die Muskulatur, die unsere Organe von oben hält, im Becken drin. Sonst würde unser Darm ja richtig tief drin sitzen und drin liegen. Da haben wir natürlich auch noch Muskulatur, die das von unten einfach stützt. Das ist der Beckenboden, der aus 3 Schichten besteht. Ich beschäftige mich gerade extrem damit, weil das wirklich für die Gesundheit eine große Rolle spielt und ich gerne das ein bisschen mehr in die Welt heraustragen möchte, dass der Beckenboden nicht nur bei der Frau vorhanden ist, sondern eben auch beim Mann, natürlich. Ja, dann also glaubst auch du der Mann. Nicht. Erzähl auch nicht. Das ist doch schön. Ja, tatsächlich. Männer haben doch keinen Beckenboden. Glaub's mir, Beckenboden hat nicht was nur mit Schwangerschaft zu tun. Ja, genau. Diese Schichten des Beckenbodens gibt es auch beim Mann und hält sozusagen einfach von unten nochmal unsere gesamten Organe im ganzen Körper. Man kann sich das vorstellen wie ein Turm, der aufgebaut wird. Ja, wenn ich jetzt hier stehe und sage, okay, mein Becken, unten liegt der Beckenboden drin. Auf jeden Fall bei Mann und Frau, die Blase und das Rektum sind mit dem Beckenboden verbunden und die Blase liegt auf dem Beckenboden drauf, beziehungsweise ist dann auch nochmal mit dem Gewebe, mit dem Beckenboden verbunden. So, darauf kommt dann der Dünndarm, Dickdarm, alle Organe bauen darauf auf. Wenn der Beckenboden zu schwach ist, nicht mehr so optimal funktioniert, kennen das viele mit vielleicht leichter Inkontinenz. So, das ist das, was auf jeden Fall irgendwie jeder weiß, okay, Inkontinenz kann mit dem Beckenboden einhergehen. Leichte Inkontinenz, auch beim Mann natürlich. Ich möchte mal ganz kurz aufs Thema Mann eingehen, einfach, dass ich es mal in dem Podcast erwähnt habe und schon mal frei bin davon.
Genau, beim Mann auch. Also gerade im Laufe des Alters ist es so, dass unsere Muskulatur, unser Tonus ja eh abnimmt. Ja, das hat natürlich auch hormonelle Dinge, dann nochmal genetische Sachen, wie einfach von jung bis alt werden wir etwas schwächer und diese Muskulatur lässt dann nach. Das ist eine Muskulatur, die wir jetzt nicht sehen können direkt. Das heißt, sie ist in unserem Körper drin, die müssen erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass sie da ist. Das heißt, Aufklärung ist wichtig, dass sie da ist und wie wichtig das eben auch für unseren Körper ist, einfach mit einzubeziehen, auch ins Training. Ja? Also ich versuche das jetzt immer mit einzuarbeiten, da viele, viele, viele Menschen damit Probleme haben. Bei Männern ist das so, eben auch Prostata. Ja, die Prostata vergrößert sich tendenziell, sagt man laut Studien, im Laufe des Alters immer mehr. Ja? Das heißt, so ab 60 geht es dann los, dass es dann immer größer werden kann. Das nennt man dann Prostata-Hyperplasie. Das Ganze kann auch ein Input, sozusagen ein Druck, ein Trigger auf den Beckenboden sein, weil sich es vergrößert und auf einmal ein Raum eingenommen wird, der vorher nicht dafür gedacht war. Das heißt, das drückt auch nochmal auf den Beckenboden und kann dort zu einer erhöhten Spannung kommen. Erhöhte Spannung bedeutet nicht, dass wir viel Kraft haben, sondern auch wenn der Tonus, also die Spannung runtergesetzt wird und wir weniger Kraft haben, also das heißt eine Schwäche des Beckenbodens, kann aber aufgrund dessen, dass sie versucht zu halten, so ähnlich wie bei der Nackenmuskulatur, zu halten, ein Hypertonus auftreten. Mhm. Ja? Also die Spannung erhöht sich, aber die Kraft ist nicht da. Ja, das ist trotzdem zu schwach und dann kommt es manchmal zur Überreizung und es ist einfach nur am Triggern, 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 Triggern und trotzdem kommt es dann zur leichter Inkontinenz, zum Beispiel beim Niesen oder beim lauten Lachen oder bei manchen ist es so, dass sie einfach auch, also ich sag jetzt mal auch, ältere Männer ist jetzt doof gedacht. Manche merken, ich habe es leider auch schon erlebt, leider Gottes, bei Männern Ü60 schon, dass sie merken, dass es dann halt einfach der Urin nachträufelt und man es nicht mehr halten kann. Ja, das heißt, da geht es dann schon bei manchen ein bisschen los, was nicht unbedingt nur die Prostata als Ursache hat. Das möchte ich nicht sagen. Aber es ist es wert, dann mal darüber nachzudenken, okay, hat es vielleicht irgendwas mit meinem Beckenboden zu tun? Beckenboden, ja, besteht aus 3 Schichten. Bei der Frau ist dann noch die Gebärmutter mit drin. Das heißt, wenn das Ganze generell schwächer wird und wir den Druck von oben haben und dann noch in einer nicht optimalen Haltung sind, sagen wir mal so, drücken die Bauchorgane das Ganze nochmal von oben nach. Das heißt, wir haben nicht mehr die Bauchspannung. Bauchspannung ist, also Bauchspannung ist übrigens laut Muskelkette und faszialer Verbindung auch mit dem Beckenboden verbunden. Also das heißt, ich habe mein Becken nicht hier, ist im Auto leider. Also für diejenigen, die das Video sehen, Sarah meint jetzt nicht ihr eigenes Becken, ne? Sie meint... Genau. Ich habe mein Becken nicht hier. Nein, ich habe ein Beckenmodell, woran ich das mal ganz gut erklären kann, damit man das sieht. Aber die Bauchmuskulatur von vorne hat halt Verbindung mit den Schambeinen. Schambein besitzt Mann und Frau gleichermaßen. Und das hat dann Verbindung nochmal mit dem Gewebe zum Beckenboden. Das heißt, wenn irgendwo die Spannung im Körper nachlässt, hat das immer strukturell nochmal sozusagen Auswirkungen auf die Strukturen da drumherum. Ja, wir funktionieren in Muskelketten, Gewebsketten, das heißt, habe ich irgendwo ein Problem, ist nicht nur oben das Problem, sondern wirkt sich auch irgendwo anders aus. Wann wir das symptomal merken, ist dann halt eben wieder sehr individuell. So, das bedeutet, haben wir nicht eine optimale Haltung, da schon eine Schwäche, haben wir hormonelle Probleme oder gerade ein Kind geboren als Frau, dann ist da auf jeden Fall Bedarf, das Ganze wieder zu stabilisieren und zu kräftigen, damit wir dann von unten wieder besser funktionieren und das Ganze wieder kräftiger ist und dann wieder von unten nach oben besser aufbauen können. Also wenn unten eine Schwäche ist, dann können wir oben auch trainieren. Manchmal funktioniert das dann nicht. Das heißt, unten ist genauso wichtig zu trainieren, damit wir dann fortführend mehr Stabilität und Kraft bekommen. Ja. Wie kann ich denn im Alltag als Mann oder als Frau den Beckenboden trainieren? Das, die Thematik kenne ich auch als Sporttherapeut und habe das immer mal wieder eingebaut, aber das ist für die Vorstellung für viele sehr befremdlich, weil der Beckenboden sich an sich ja nicht willkürlich ansteuern lässt. Welche Übungen könnten wir denn den Zuschauern und Zuhörern an die Hand geben, die sie mal testen können?
um ihren Beckenboden zu trainieren. Um den zu trainieren, okay. Ich dachte, du fragst jetzt nach der Testung, ob der zu schwach ist. Geht auch. Okay, aber dann lass uns erst erklären. Nein, das ist ein bisschen tiefer, das ist zu schwer, okay, zu erklären. Dazu bräuchte ich tatsächlich mein Modell, weil würde ich ungern an mir vorführen. Alles gut, also ja, dann direkt okay. Ja, Übung ist auch schwierig. Also jeder kennt ja das Beckenboden-Thema so, dass man, also wenn andere zu mir kommen, sei es Frau oder Mann, bei Männern auch oft nach Operationen, auch am Unterleib. Also das heißt, selbst wenn wir Operationen haben, zum Beispiel an der Prostata bei Männern oder an irgendwelchen, also an den Harnwegen, Blase oder sagen wir mal sogar, ich würde sogar so weit gehen und sagen Blinddarm. Mhm. Blinddarmentfernungen hast du halt einfach strukturell eine Läsion und das Ganze wirkt sich dann auch erstmal drumherum ein bisschen aus. Das heißt, du bist unten auch für eine Zeit lang recht schwach und kannst das vielleicht nicht so gut ansteuern, weil du aufgrund deiner Narbe und der Operation halt auch im Unterbauch nicht so viel Spannung reinbringen kannst. Ja, das kann sich auswirken, muss aber nicht, je nachdem, wie trainiert unser Zustand ist. So, jetzt kommt jemand und sagt, okay, wie mache ich das? Ja, wir wissen meistens, dass es ja auch was mit unseren Harnwegen zu tun hat. Also ich habe vorhin schon erwähnt, die Blase ist gekoppelt mit dem Beckenboden. Mhm. Unser Rektum, unser Enddarm ist damit gekoppelt. Das heißt, die einzige willkürliche Spannung, die wir reinbringen können, ist jetzt auf jeden Fall in die äußerste Schicht des Beckenbodens. Das heißt, unsere Schließmuskel, unsere Schließmuskulatur, das heißt, die Schließmuskulatur am Anus zum Beispiel, also unser, wo wir Stuhlgang eben rausbringen. Wenn wir da unten anspannen, dann bringen wir auf jeden Fall in die äußerste Beckenbodenschicht eine Spannung rein. Dadurch, dass die Muskelschichten aber auch miteinander bindegewebstechnisch verbunden sind, haben wir natürlich auch eine Auswirkung auf die nächste Schicht. Das heißt, dadurch, dass der Enddarm eben auch durch die anderen beiden Schichten geht, die tiefer liegen, haben wir da automatisch auch eine Spannung schon mal drin. Also die können wir auch schon mal aufbauen. Das heißt, die haben auf jeden Fall erste und zweite Schicht drin. Dann haben wir zu dieser Schließmuskulatur ja auch noch die Muskulatur, die wir anspannen, wenn wir Urin zurückhalten. Mhm. Ja, ich gehe jetzt mal gleichermaßen von Frau und Mann aus, damit ich erstmal beides bedienen kann, bevor ich dann nochmal irgendwie separat was erkläre. Wenn wir versuchen, den Urin zurückzuhalten, dann kriegen wir ja auch eine Spannung auf die Muskulatur. Also wir merken, okay, wir können das zurückhalten. Diese Spannung, die wir da merken, das ist Muskulatur, die das zurückhält. Die Muskulatur, die wir anspannen, damit die Harnröhre dann auch nochmal wirklich fest verschlossen wird. Also es hat nochmal andere Mechanismen, aber jetzt guckt das, was wir merken, so, aha, okay, da passiert was muskulär. Das ist Beckenbodenmuskulatur, die das macht. Wie gesagt, gleichermaßen bei Frau und Mann. Das heißt, wir haben auf einmal die Anspannung hinten am Schließmuskel, am After und dann nochmal die Muskulatur vorne an der Harnröhre. Mhm. Die Harnröhre zieht ja auch genauso wie der Enddarm einmal durch die Schichten durch. Das heißt, aha, okay, wir wissen, haben jetzt das Wissen darum, dass das miteinander zusammenspielt. Wenn ich das anspanne, ist das die Beckenbodenmuskulatur. Das wissen viele gar nicht. Ja? Mhm. Also quasi Harn zurückhalten. Also so kenne ich das. Das Gefühl, den Harn zurückzuhalten. Genau. Ja, und manche können das ja immer auch nacheinander, ohne dass sie jetzt Urin lassen, einfach so wie du und ich, wir sitzen jetzt hier, kann man das ja trotzdem schon mal ansteuern und weiß auf jeden Fall, okay, das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht, das ist abgespeichert in meinem Gehirn, das ist auf jeden Fall Beckenbodenmuskulatur. Jetzt reicht es aber natürlich nicht, das einfach nur den ganzen Tag zu machen, weil da passiert manchmal dann auch nicht viel mehr. Wenn wir jetzt generell durch andere Einflüsse Probleme mit der Spannung des Beckenbodens haben, und da eine Schwäche ist, dann ist das, wäre das ja toll, wenn wir das dadurch immer trainieren könnten, weil dann würden wir es ja jeden Tag trainieren. Wir gehen jeden Tag zumindest Pipi machen. Ja. Ja. Und da würden wir dann automatisch trainieren. Da ist aber wieder das Problem, dass viele können das auch nicht ansteuern und haben halt eben genau diese Mechanismen nicht in sich drin. Gerade wenn man jetzt sagt, man geht jetzt ins Thema Frauen über, man war schwanger, man hat eine Entbindung hinter sich, spontan natürlich direkt ausgetragen, hat natürlich noch enormen Einfluss auf den Beckenboden, weil da geht dann unser Baby durch. Ja, das ist sozusagen unser Austragungsort. Das Ganze wird extrem gedehnt und hat danach eine richtig lange Regenerationszeit. Aber auch bei Schwangeren, die einen Kaiserschnitt haben, haben wir zum einen erstmal die Operation,
vorne am Unterbauch, was den Beckenboden komplett niederlegen kann, aber auch einfach die Schwangerschaft und dieses Volumen, was im Körper, der Druck von oben, dann nochmal 10 Monate sozusagen auf das Becken lastet und auch nochmal dort triggern kann. So, jetzt habe ich vorhin angesprochen, wenn du das jetzt hast und da nicht so viel Spannung reinbekommst, wie kriege ich das noch besser hin? Wir wissen jetzt, zumindest habe ich kurz mal erwähnt, dass wir in Muskelketten arbeiten. Mhm. Das heißt, wir wissen jetzt, dass unsere Bauchmuskulatur auch was damit zu tun hat vorne, die nicht richtig funktioniert. Also es ist zum einen gut, die tiefste Bauchmuskelschicht anzuspannen. Also ich versuche das immer drüber zu erklären, über die Unterbauchmuskulatur. Viele schaffen es ja nicht, den Unterbauch richtig anzuspannen. Ne? Wir können oben so Sixpack, können wir ja vielleicht noch antrainieren, aber im Unterbauch manchmal ist es schwierig. Das kommt auch immer drauf an. Jetzt bin ich mir ein bisschen osteopathisch, schreibe ich gerade ein bisschen ab. Wie ist gerade der Bauch? Ne? Mhm. Haben wir einen Bierbauch? Dann ist da schwierig, eine Spannung reinzubringen, wenn der Darm nicht richtig funktioniert und da erstmal eine Hauptproblematik liegt, die man therapieren lassen sollte, müsste, dann gibt es da schwierig, da eine Anspannung herzustellen. Aber ich hatte jetzt gesagt, die erste Beckenbodenmuskelschicht ist sozusagen die äußere Schließmuskelschicht. Ja? Mhm. Die verläuft vom Schambein nach hinten zum Steißbein. Da sind unsere Schließmuskeln. Dann haben wir die mittlere Schicht, die geht vom einen Sitzbeinhöcker, wo wir drauf sitzen, also die Knochen, auf denen wir sitzen, links und rechts, Beckenknochen, Sitzbeinhöcker von links nach rechts rübergezogen. Mhm. Die liegt sozusagen nochmal da drüber. Da ziehen sozusagen die Organe und die Harnröhre nochmal durch, also der Enddarm. Mhm. Dann haben wir nochmal die Schicht da drüber. Und das ist die das, was du meinst, ist das, was wir willkürlich fast gar nicht anspannen können. Ja, also da. Das liegt zu tief drin, das ist für uns gar nicht machbar so richtig. Mhm. Aber man kann es probieren, indem man wirklich sagt, okay, du weißt jetzt, sie liegt da unten drin, da sind die Organe mit verbunden, es hält unseren Darm. Wenn wir jetzt die erste und zweite Schicht versuchen anzuspannen, das heißt Schließmuskel anspannen hinten, ganz hinten, Muskulatur anspannen vorne, also Harnröhrenausgang, und versuchen, beides zu schaffen. Manche können auch nur beides generell anspannen, manche können separiert anspannen. Dann haben wir die beiden Anspannungsmechanismen drin. Mhm. Also wir spannen A an hinten, wir spannen vorne, ich sage jetzt mal ABC, bei Frauen ist ABC für mich. Also wir spannen beide Schließmuskeln an und versuchen dann noch den Unterbauch so ein bisschen einzuziehen und anzuspannen. Mhm. Dann kommen wir sozusagen von vorne, also wir spannen unten an und spannen hier den Unterbauch noch mit rein und haben das Gefühl, wir können dadurch das Ganze so ein bisschen anheben. Mhm. Dieses Gefühl des Reinpressens bringt nochmal Spannung unten mit in die Muskulatur rein. Das ist sozusagen ein Zusatztrigger, den wir nochmal so mit reinspannen können. Deswegen arbeiten ja sozusagen auch arbeitet man im Pilates, auch so in so tiefen Yoga-Sessions, auch viel mit der Atmung und mit der Haltung. Mhm. Weil die Haltung hat ja für uns ein wichtiges Thema. Das heißt, wenn wir jetzt so da sitzen und versuchen, den Beckenboden zu trainieren, ist das suboptimal. Ja, wir müssen uns erstmal richtig einstellen und wissen dann so, okay, wir können natürlich auch nochmal hier anfassen und das Ganze zusätzlich mit reindrücken, bei denen, wo die Spannung oder der Bauch zu weit raus liegen. Ja. Mit zurückziehen und dann Beckenboden anspannen, ist nochmal was ganz anderes, kriegen wir noch mehr Spannungsgefühl rein in das Ganze. Mhm. Haltungsaufbau, dass wir das Ganze zurückziehen können und dann hat das Gefühl, was man so aus diesen typischen Beckenboden Trainingssessions kennt, dieses den Fahrstuhl hochfahren, sagt man viel bei Frauen, ja? Dass man das Ganze hochzieht, im Körper zusammen hoch, also man spannt den Schließmuskel after an, man spannt vorne den die Muskulatur an, um den Hahn zurückzuhalten, hat da schon mal sozusagen die Spannung nach innen, bringt dann nochmal vorne die Bauchmuskulatur rein und zieht das sozusagen damit hoch. Mhm. Und gerne verbindet man ja die Spannung mit der Ausatmung, dass man sagt, okay, spannen, 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 ausatmen, um mehr Pressdruck drauf zu bekommen und einatmen, wieder locker lassen, damit sich das Ganze wieder entfalten kann. So kann man anfangen. Aber tendenziell ist das natürlich ein sehr sehr weitläufiges Thema und das kann man immer besser machen, wenn man, finde ich, so mache ich es jetzt, das 1:1 mit jemandem trainiert
weil man kann auch ganz viele andere Informationen dazu austauschen, denn Beckenboden ist auch ein sehr sensibles Thema. Viele, die Beckenbodenprobleme haben, haben vielleicht auch in der Jugend oder irgendwann in ihrem Leben andere Traumata gehabt. Ja, das heißt, nicht nur eine Geburt kann irgendwas auslösen, sondern vielleicht auch Missbrauchsfälle, sexueller Missbrauch, alles, was irgendwie uns selber hemmt. Beckenboden ist auch wirklich gekoppelt viel mit unserem Nervensystem, mit unserem Kopfdenken. Dieses Gefühl, okay, wir können locker lassen generell. Ja, das hat jetzt nicht nur auf solche Traumata, ist nicht da, nur darauf zurückzuführen, sondern eben auch ganz viele andere Sachen drumherum. Ja, und je nachdem, wie verschlossen wir vielleicht sind, wie, wie viel Spannung wir so in unserem Körper tragen, kann sich das auch auf unserem Beckenboden ausüben. Und das ist natürlich nochmal eben wirklich, wie du schon sagst, ganzheitlich zu betrachten. Man muss wirklich ganz viele Faktoren von drumherum mit einziehen und gucken, um zu gucken individuell, okay, also ist es bei dir jetzt nur aufgrund einer Entbindung so oder hast du eigentlich generell noch ganz andere Probleme, die man vielleicht noch mitbehandeln könnte? Ja, also das Beckenboden, wie ihr wahrscheinlich hört und seht, ist sehr komplex. Vielleicht hast du auch direkt die Anleitung von Sarah mitgemacht. Was ich sehr häufig in der Therapie dann gesehen habe, in der Sporttherapie, ist, dass die Leute den Po anspannen. Aber das ist ja nicht das Gleiche wie Beckenboden. Also unser Körper sucht sich natürlich auch Kompensationsmechanismen und versucht, das Bestmögliche zu machen. Deshalb, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, geht vielleicht zu Sarah oder sucht euch zumindest jemanden, der euch da unterstützt, bevor ihr euch, ich sag's mal wirklich so, wie es ist, bevor ihr euch in die Hosen macht. Und das ist jetzt vielleicht also ausgesprochen. Genau, und da hast du eben genau das Thema angesprochen. Also da gibt es so viele Sachen, die man noch dazu wissen muss. So viele bestimmte Anleitungen noch dazu, die man beachten sollte. Und du hast recht, genau, die Gesäßmuskulatur sollte man auf jeden Fall rauslassen. Da ist sozusagen einfach fehlgeleitete Spannung ist. Also das, wo man denkt, okay, und umso mehr man diese Aufklärung an jemanden weiterführt, also nahe bringt, desto mehr Wissen hat er darüber und kann auch einfach versuchen, besser anzuspannen. Und das ist das, wo ich sage, es ist immer gut, sich wirklich sehr intensiv damit zu beschäftigen. Ich gebe dazu Zoom-Online-Kurse. Ich mache das aber hier jetzt Berlin-regional eben auch im 1:1-Training. Und da kann man nochmal ganz anders rangehen und sich wirklich dem Thema nochmal sehr individuell widmen. Ja. Genau. Ich würd, hat denn eigentlich irgendjemand mir eine Frage gestellt über Instagram? Aber natürlich, da, du hast das schon fast eine Überleitung geschaffen, wo man dich findet, aber wir, ich stelle mal die Fragen im Vorfeld. Also ich glaube, wir haben das Thema Osteopathie, was ist das? Und sind da mal über zum Beckenboden, alles was so das Thema Rückenschmerz, wir könnten uns auch alle anderen Gelenks- und Organthemen auch widmen, aber dass ihr das mal greifen könnt, wie sowas abläuft. Ich habe zwei Fragen, und zwar aus Instagram, ihr könnt mir da immer Fragen stellen im Vorfeld, von Susu12. Wie hast du gemerkt, dass die Physiotherapie nichts Dauerhaftes für dich ist? Ah, interessant. Ja, dann habe ich es ja schon fast so ein bisschen erklärt vorhin am Anfang. Wie ich das gemerkt habe. Also ich wusste ja selber, es hat jetzt wirklich was mit meiner individuellen Laufbahn und Persönlichkeit zu tun, dass ich, ich wollte schon immer mit Menschen zusammenarbeiten und ihnen gesundheitlich helfen. Und mich hat es in die Physiotherapie geleitet, was genau der richtige Weg war, weil ich mir ja immer gesagt habe, ich möchte nicht Medizin studieren. So, das war einfach für mich eine zu, ein anderes Thema, war ist für mich zu lang und kann sich für mich nicht mit meinem Familienleben koppeln, weil es ist manchmal sehr schwierig und ich hätte jetzt auch nicht gewusst, in welche Richtung ich genau gehe. Ich wollte schon wirklich irgendwie so von allem etwas haben. Dann hatte ich ja gemerkt, während der Physiotherapieausbildung, dass also so bis zur Rente physiotherapeutisch arbeiten. Physiotherapie ist ein sehr körperlich anstrengender und natürlich auch psychisch anstrengender Beruf, wie der andere Beruf auch. Aber da war das für mich einfach klar, wow, das ist wirklich krass. Und man hat jeden Tag in der Physiotherapiepraxis sehr viele individuelle Menschen. Jeder ist wirklich so einzigartig und hat so viel, was er mitbringt, dass das zu bedienen über so viele Jahre in der Hinsicht, dass wirklich viele mit sehr viel Schmerzen und Leid hinkommen und eigentlich vielleicht auch das, wo ganz anders liegt, hat mich nicht befriedigt, weil ich wollte denen ja irgendwie helfen. Ja, ich wollte ja sagen, okay, also irgendwie
ach Mann, ey, jetzt hast du da Probleme, das ist ein ganz anderes Feld. Aber darüber weiß ich noch viel zu wenig. Hat mich total genervt. Ja, also habe ich gesagt, okay, ich muss mehr darüber wissen. Habe mich viel mit Psyche beschäftigt, habe mich viel mit dann Organen beschäftigt und habe dann halt über meinen Kollegen erfahren, okay, also wirklich Osteopathie, da habe ich das Nervensystem drin. Das Organsystem, also alles, was unser Körper besitzt, ist da drin. Natürlich führt das weiter. Mindset, eigenes Denken, Einstellung zum Leben, was wir erlebt haben, alles gehört dazu. Aber da ist auf jeden Fall schon mal ein großer Ansatz drin. Und ich wusste schon immer, dass ich sehr viel fühle, was bei der Physiotherapie schon drüber hinausgeht. Ja? Also physiotherapeutisch kann man so viel machen. Aber ich habe manchmal schon andere Sachen einfach gemerkt. Ich habe schon am Gewebe gemerkt, okay, da steht was anderes. Und ich habe schon gemerkt, okay, derjenige ist einfach gar nicht gut drauf. Auch wenn er rüberkam, als wäre er super gut drauf. Und es war einfach schon so, wie soll ich sagen, einfach zu deep für mich. Mhm. Ich dachte, okay, also Osteopathie ist dann doch wahrscheinlich eher so mein Ding. Ja, habe das angefangen, nicht bereut. Für mich war das einfach genau das, was ich machen wollte. Ich wollte mit den Händen mehr arbeiten, ohne mich körperlich extrem kaputt zu machen. Und du hast sehr viele Möglichkeiten, in der Osteopathie zu behandeln, ohne dass du anderen Leuten vielleicht sogar wehtust. Also bei manchen ist es gut, dass du da wirklich tief reingehst in das Gewebe und das bearbeitest. Bei manchen ist es aber auch komplett kontraindiziert. Die springen darauf gar nicht an und die brauchen es sehr, sehr sanft. Und dann hast du die richtigen diagnostischen Mittel in der Hand, dort rauszufinden, wo die Ursache liegen kann und das dann eben auch noch zu behandeln. Mhm. Ja. Okay, also ich glaube, okay. Du 12, da hast du eine Antwort bekommen. Du kannst natürlich, werden wir gleich noch schauen, wie du mit Sarah Kontakt aufnehmen kannst, wo du sie findest. Vielleicht, falls du da noch direkt eine Antwort brauchst, mit ihr Kontakt aufnehmen. Der Philipp unterstrich 87 fragt, wie hat die Corona-Zeit sich auf dein Mindset als Personal Trainer ausgewirkt? Ja, tatsächlich sehr gut. Man glaubt es nicht, weil Corona, die Corona-Zeit nimmt ja irgendwie jeder oder meistens irgendwie sehr... Zumindest anders war. Anders war, genau. Es wird ja oft sehr negativ. Corona-Zeit wieder ist ein Thema für sich, darauf brauche ich ja nicht eingehen. Es ist wirklich, da schwanken die Meinungen und für viele Unternehmer ist das wirklich ganz, 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 ganz üble Situation gerade und das ist sehr, sehr schade. Für mich ist es so, ich habe ja meine Familie, das heißt, ich bin jetzt generell nicht von morgens bis abends nur unterwegs und darauf angewiesen, da ich auch einen wunderbaren Partner habe, der freiberuflich arbeitet und ja, wir uns da gut ausgleichen können. Vom Mindset her ist es so, dass ich natürlich aufgrund der Entschleunigung in der Corona-Zeit viele viel mehr mit sich selber beschäftigen und jetzt ja total das Thema ist, wie ja, kann ich denn einfach besser gesunden, wie kann ich das Feld, worin du jetzt auch arbeitest, auch sehr viel, wie kann ich mein Mindset irgendwie verbessern, dass ich auch mit der ganzen Situation besser klarkomme. Für mich ist es so, dass es natürlich jetzt gerade super großen Anlauf hat in meinem Bereich, weil die Leute sich extrem ihrer Gesundheit angefangen haben zu widmen. Also die sind viel mehr rausgegangen. Viele machen viel mehr für ihre Gesundheit, hören sich viele Podcasts an zur Gesundheit. Also das boomt gerade extrem mit den Podcasts. Dann beschäftigen sich viel mehr mit sich selber, das heißt, achten viel mehr, das ist ein Thema Achtsamkeit, befassen sich viel mehr mit Achtsamkeit, wie können sie sich ganzheitlicher mit sich selber befassen, merken, okay, nicht nur das eine gehört dazu, um sich zu gesunden oder um irgendwas Bestimmtes zu bearbeiten und dahingehend ist es für mich nur positiv gewesen jetzt. Es ist natürlich auch gerade am Babyboom. Viele sind schwanger. Dadurch habe ich auch recht viel Zulauf, weil ich fast ausschließlich nur mit Frauen arbeite. Ist nicht extra so gewollt, ist so gekommen. Also mit Frauen ist auch nochmal sehr speziell alles, ne? Auch gerade durch die Hormone. Da kann man auch nochmal sehr viel machen. Und dadurch, dass viele sich jetzt auch ganz viel mit Yoga beschäftigen, mit Meditation beschäftigen, mit
Bewegung beschäftigen, das heißt viel Sport machen und viel jetzt auch draußen Sport machen, weil sie merken, sie möchten raus aus ihren eigenen vier Wänden, sie möchten nicht mehr so eingeengt sein, sie möchten jetzt raus und möchten diese Freiheit genießen, die sie einfach durch Corona nicht haben. Mhm. Ja, es ist ein großes Freiheitsthema, wir möchten Freiheit haben und wir werden dem extrem zugesetzt und darin sind eingeschränkt, das heißt, die Leute zieht es raus und befassen sich mehr mit Natur und Gesundheit. Und in dem Sinne beschäftigen sie sich mehr mit sich selber und merken, okay, sie brauchen da irgendwie noch ein bisschen mehr Hilfe in bestimmten Sachen. Und ja, gehen dann viel mehr gerne trainieren und melden sich dann bei mir zum Thema Personal Training oder halt in dem Sinne jetzt gerade eben vermehrt Beckenbodentraining. Okay, also sag mal, womit hat es dann noch zu tun? Kann ich dann alles noch an mir verbessern? So ist das gerade. Cool. Also aufs Mindset für mich hat sich nur positiv. Ich arbeite dadurch natürlich auch viel mehr an mir, muss jetzt viel mehr wieder nachlesen, lerne noch mehr dazu, damit ich das Ganze besser rüberbringen kann. Und für mich ist es nur eine Motivation, weil ich weiß, dass das alles in Zukunft nur noch gesundheitlicher wird, glaube ich, in der Gesellschaft. Okay. Also Philipp, falls das deine Frage beantwortet, leite ich mal über, wenn jetzt jemand sagt, Sarah, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Ich habe hier vielleicht das Thema Beckenboden oder ich finde den Ansatz Osteopathie und Bewegung wirklich Gold wert. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen und wie schaut das aus? Ja, schreib mir gerne bei Instagram. Da werden wir ja den Podcast auch nochmal in dem Sinne bewerben, dass der jetzt abgedreht ist. Und über Instagram könnt ihr mich anschreiben. Ich habe meine eigene Website, die www.trainerett.com, meine neue Website, da ist auch nochmal alles beschrieben, grob beschrieben. Da kann man sich auch mit mir in Kontakt begeben. Und auf Facebook bin ich auch vertreten. Ich habe überall den gleichen Namen, also es ist überall wie Trainerett. Und ja, darüber könnt ihr mich erreichen. Okay, findet ihr natürlich auch alles in den Shownotes in der Videobox. Genau. Sodass ihr direkt anklicken könnt und mit Sarah Kontakt aufnehmen könnt. Sarah. Sehr gerne. Ja. An dieser Stelle kann ich mich eigentlich nur bedanken für deine Arbeit und für deinen Drive, wie du Gesundheit, Bewegung, Osteopathie miteinander verbindest. Und an die Zuschauer, Zuhörer, teilt gerne den Podcast. Nehmt bitte auch mit Sarah Kontakt auf. Unabhängig, ob ihr jetzt aus Berlin seid, in Berlin ist europaweit gut erreichbar oder international gut erreichbar. Von daher stattet ihr gerne Besuch ab. Schaut mal auf ihrem Instagram-Kanal. Das ist die Wertschätzung, die ihr für den Podcast uns entgegenbringen könnt. Das ist natürlich kostenfrei, dass ihr entsprechend da was mitnehmen könnt. Ja, vielen Dank. Und ich bedanke mich auch sehr, Carsten. Vielen Dank dafür, für die Möglichkeit, da nochmal an die Öffentlichkeit zu gehen. Podcasts sind wirklich gerade total gut und man kann sich wirklich viel mit den Themen beschäftigen oder kriegt man eine Aufmerksamkeit auf andere Dinge. Vielen Dank, dass du das so machst. Ich freue mich, dass ich heute dabei gewesen bin, dass ich was dazu erzählen konnte. Wie ihr gemerkt habt, ist das wirklich alles so, man kann wirklich extrem das ganze Thema ausweiten. Es geht wirklich in alle Richtungen. Ich hoffe, dass es nicht zu durcheinander war und dass ihr da einen guten Überblick bekommen habt, wie das alles so ablaufen kann und wie wichtig das auch alles in Kombination miteinander ist. Ja, also ihr könnt gerne Rückfragen halten. Danke dir, Sarah, für deine Zeit und ich verabschiede mich. Habt einen schönen Tag. Ciao. Tschüss, du auch. Tschüss. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück.
Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.